So, wo bist du? Weiter runter, ne? Ich sehe Okay, dich. runter. Keine Steine mehr, ja? Keine Keine Steine Ahnung, mehr da. ich weiß halt nicht, wie die aussehen jetzt. Ich glaube, Die keine werden ja, Ahnung. denke ich mal, schon ein bisschen anders aussehen als normale Steine. Ich muss mir noch Haare grün färben, das stimmt ja. Da habt ihr recht. Aber wir können weiter am Rand gehen, dann kommen wir zum Vulkan. Boah, da ja mal. Im Lu schon. Kombis. Juhu. Land. Komm. Hallo, Ah, Rudi. die ganzen Bären immer rausschmeißen. Tommelot, Hallöchen. So ein Mesopithecus würde ich auch gerne mal wieder auf der Schulter haben. Vorhin eingesehen. Nee, ich, der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Oder besser, wir sind daran vorbeigelaufen, aber ich möchte jetzt dem nicht. Und sich Bern in den Po schieben. Ja. Wenn es nur 20 wäre, ne? Unten sind doch Spinos. Wir kommen jetzt zu der Spino-Ecke. Ah, nee, oh, warte, wir müssen noch. Du gehst von hinten, vom Sumpf. Oh je. Du willst echt durch den Sumpf? Nö, wir gehen weiter am Rand lang. Das ist ja nur hier so ein kleines Abteil von so. Das ist kein kleines Abteil. Das zieht sich doch jetzt rüber bis zum Red Forest. Ja, wir gehen ja hier am Rand weiter lang zum Vulkan. Wir sind ja auf der Vulkaninselseite. Ach, Bibi-Fiona. Oh, da hast du einen Käfer liegen. Jetzt von mir. Ist das? Oh Gott, ja. Okay, das ist mal lieber Ja, los weg hier. Wie heißen die Viecher nochmal? Oh, Rino irgendwas, Käfer gedöns. Rino Papa irgendwie. Also Rino ist ja erst das erste bei denen. Nerino und Nagnus war es nicht gewesen, ne? Ich glaube nicht. Ich hab's Irgendwie, vergessen, aber diese schrecklichen Viecher. habe ich auch nie benutzt. Rhinognatha, okay. Answin, Dankeschön. Schreckliche Viecher. Mann, ey! Ich sehe nichts. Ich sehe grün. Okay. Was sind die Bienchen? Nee, nee, nee. Gibt's hier... Bei mir, ich habe einen Bienensound. Gibt es hier ein Bienennest? Ist das hier irgendwo eins? Aber keine Ahnung. Wo gibt es hier ein Bienennest? An dem Baum hier. Oder auch nicht? Oder hast du gerade Bienen gekillt hier? Ja, hier, Drohnen. Keine Ahnung. Ich hab, oh, ich habe einen Bogen bekommen. Von irgendeiner Titanboa. Und Pfeile. Ich habe gerade die Babys getötet. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lügenpresse. Das sind Gerüchte. Was halt schön ist, du kannst die Karte jetzt besser offen lassen. Laufen. Wo willst du hin? Runter?
Ja. Warum? Ja, am Rand weiter, Richtung Vulkan. Hier unten kommt man doch hoch den Berg. Ich wollte mal da oben gucken, was man da gucken, was man da so für einen Ausblick hat. Sollen wir da mal hin? Gehen wir den Berg hoch. Oh, den Darkross. Dankeschön. Keine Ahnung, wo du bist. Oh, du warst sogar neben dir. Ich dachte, du hättest mich gesehen, weil du bist auf mich zugelaufen gekommen. Ach, da. Ist ein Agi. Ne, die Morphodon. Boah, der hat wie ein Agi geklungen. Bin gerade über dir. Ah. Ich wollte hier den Weg mal lang, da bis da oben rennen. Minera, dankeschön. Ling und Ling. Guck mal, der Raptor. Am Schweinchen. Egal welches Spiel. Die werden immer gejagt. Die werden von allen gedisst. Was ist das für ein offenes Feld hier? Ich will noch weiter höher raus. Noch höher. Da hoch. So, hier ist mal. Also, die View, die, also meine View-Distanz habe ich untergeschaltet. Deswegen sieht man im Hintergrund jetzt alles nur so Grafik. Nix. Wo sind wir denn hier? Ach so, ja, ich sehe. Ach, hier sind wir. Ich muss gerade echt überlegen, welche Karte, welche Kartenstück wir sind. Und er weg. Oh, da ist ein Terzi. Halt langsam. Ja, ich gehe mal weg hier. Da ist noch ein Terzi. Oh Gott, das muss ich echt einstellen, dass man den. Okay, jetzt, guck mal. Siehst du den Red Hot Forest von hier? Ja. Okay, was hast du vor? Oh, ich sehe es bei dir. Ich glaube, das ist bei dir ein Bug. Nee, das, ich habe das, die View-Distanz muss ich mal höher stellen, niedrig. Ich stelle die mal auf Mittel. Oh, okay, jetzt nur, weil ich hatte das auf niedrig gehabt und jetzt auf Mittel ist alles wieder da. Okay. Okay, dann lag es an. Okay, dass niedrig so einen harten Unterschied macht. Ja, aber es macht natürlich mehr Performance, ne? Mega harte Performance. Ja, natürlich, natürlich. Oh Gott, da laufen unten Karnos ohne Ende rum. Alles voller Karnos. Was ist denn da los? Ein Jutti in der Nähe? Eigentlich nicht, ja. Eigentlich. Ja, lustig, wie die ganze Karte gerade eben leer war. Und jetzt hast du wieder alles da. Wo bist du? Neben mir, ne? Oder gehst du links runter? Nee, ich bin noch oben, aber halt weiter am Rand lang gegangen. Ich will da runterspringen. Können wir machen. Ja, aber von hier. Hier hast du den besten Weg, da rüber zu kommen. Du musst mich nur finden. Hallo, wo bist du? Da, wo die Terrazine oben da ist. Ich hasse die Viecher. Jetzt hauen sie ab. Okay. Paraschrei ist super. Hier sind zwar alles voller Raptoren, da kommt schon einer auf mich zu. Ah, können ja in Red Hood reingehen. Gehen wir da mal ein bisschen rein schnuppern. Ja. Richtung Berg, dass wir vielleicht mal einen Metallstein finden. Das ist übrigens hier der Tümpel. Der war ja immer so, der hat so harte Kanten gehabt. Wenn man da runtergefallen ist, kann man da nicht mehr. Oh, vier. Also, zu stark. Oh, noch ein Karte auch noch. Oh, ein Raptor. Und Raptor-Babys. Oh, aber hier kommen wir mit. Ach, egal. Lass ihn laufen. Soll er verrecken. Was hat der für ein Level? 12. Wäre der jetzt hier irgendwas um die 60, 70 gewesen, hätte ich gesagt schon. Das ist, was ich meine, Leute. Ich möchte gerne, dass diese Dinos, die kein TLC erhalten haben, sollen echt mal jetzt für diese, wie die Unreal Engine 5 noch so eine TLC bekommen. Zum Beispiel auch der Kano, der ist nämlich voll hässlich. Ja, leider. Dabei ist der eigentlich voll das gute Reittier. Ja, aber ziemlich laut. Rappetagen. Oh, Achtung, Mikroraptor.
Ja, ich bin auch gemountet worden. Drecksviecher treffen. Ah, oh. Kommt immer mehr. Ja, ja, kommt immer mehr. Dieses Vieh, ey, ist er tot jetzt endlich? Ja, ja, wo ist dein Raptor jetzt? Mein Raptor ist auf Reisen. Kannst du den nicht markieren? Ja, ich kann den markieren, warte. Da kommt wieder einer. Geh nicht mehr. Woran? Wo bist du hin? Also. Was bist du? 80, ja. Nochmal, ich hab's wieder desaktiviert. Der kämpft da hinten irgendwo. Ja, ich seh's. Kannst du, wenn du willst, meinen Para nehmen? Wo ist der? Wo wird das nicht angezeigt? Wo ist der jetzt bei mir? Weißt du, wo der ist? In die Richtung da vorne war er. Aber er wird bei mir nicht angezeigt, ich hab den gerade eben aktiviert. Hast du den aktiviert? Siehst du den Namen? Nee. Er war aber hier vorne in die Richtung. Was war ein Mikroraptor eigentlich nochmal? 122 Meter entfernt. Oh, ist schon wieder. Wird mir nicht angezeigt. Was macht mein Raptor, ey? Futsch ist er. Fuchikato. Keine Ahnung, wo in welche Richtung ist das? Nein, das Last Death. Blood Dead. Der bräuchte auch mal ein TLC. Auch mal ein schönes Update hier, die Schnecke. Damit die ein bisschen mehr matschig aussieht. Raptor! 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 Noch gerade hier vorne kämpfen sehen. Nicht, dass das wohl jetzt hier so ein Bug ist und der ist gleich tot. Wie heißt dein Raptor? Rapidappi. Schon wieder Mikro. Ja, so. Hast du gefunden? Wo pfeift ist dein Namen nicht? Warum ja, ich bin ein Stück weit weg, der hat gerade gegen den. Ja. Ich verstehe nicht, warum der nicht angezeigt wird. Hä? Der warte mal, streck mal, ich muss ihn abhalten. Obwohl, der kann eigentlich auf den Para angegriffen bleiben. Achso, warte. Ich muss mal kann auf den Para angegriffen bleiben, dann passiert sowas nicht nochmal. Hey, jetzt will ich auch den Mikroraptor hier zählen. Irgendwo. Ehrlich? Ja. Ja, ich habe einen betäubt. Ein 80er sogar. Holz und Stroh. Hier liegt sein zerfledderter Körper. Jetzt hier, dankeschön. Ich bin lieber dafür, dass er mir folgt, nicht dir. Weil eben so. Ah, es hat das Doofe mit dem Prime Meat, hätte ein bisschen mehr Prime Meat. Ich habe halt auch keine Babys killen. Ne? Hier waren doch gerade eben Babys. Hau die Babys um. Hier, Gigantopithecus. Ich gehe mal runter zum Strand und gehe da ein paar Babys killen. Aua, ich bin voll. Ich muss mal ganz kurz ein Lagerfeuer wollte ich machen. Oh, hier ein Babykano. War ein Blatt.
Gib mir das Fleisch, gibst du mir das Fleisch. Potato hab ich hier. Nein, Bambi, ich töte keine Tiere. Das macht jetzt der Benny immer. Ja. Oh, du läufst hinterher. Ja, muss ich jetzt hin. Achso, ich dachte, was geht das schon wieder los, oder was? Ja, geht schon wieder los. Oh, der Avocado ist gerade eingegriffen. Ich muss auch wieder. Oh, der Avocado-Kano-Baby, ja. Alles gut. Oh, ich hänge im Kano-Baby fest. Ja, warte, ich mach das. Warte. Folgt ihr mir nicht? Doch, jetzt. Das machen die ziemlich oft, dass die in einen reinlaufen und dann geht es nicht mehr. Also es ist immer so, man spielt die alte Karte, die du immer gespielt hast. Übrigens meine Lieblingskarte, The Island. Und, ja, dann siehst du das hier. Diese Grafikpower. Und ich spiele gerade auf Mittel bis Hoch. So ein Ding ist das. Und vieles auf Low. Also einige Einstellungen auf dem Loch habe ich extra so gemacht. Das ist schon krass. Ich finde es schon. Die will ich gerne auf der Schulter haben. Wenn wir Prime Meat haben, dann zähle ich mir wieder mal wieder. Kompis sind super. Ich liebe Kompis. Hm. Ich mach Mikroraptoren. Die sind an sich hübsch. Die fand ich auch schon im Original hübsch. Wahrscheinlich spawnen die Beans aber halt auch echt nur low, ne? Das ist sich halt, ja, es ist mal schön, so oft schnell so ein Tier zu haben, aber wenn die nur low spawnen, ist halt doof. Vorsicht, Tylacoleo? Tylacoleo ist hier? Wo? Denk mal eher gemeint, weil wir im Redwood sind. Cool. Du hast einen zwei im Kanus? Ja. Die sind beide da gewesen, zwei Zwölfer genau. Ah. Nehmen wir einfach mit, wenn sie auf dem Weg sterben sie. Das ist doch wurscht. Darf ich den Namen geben? Du darfst den da benennen, den roten. Welches Rot? Das hier. Den also da? Bei mir ist es rot, ja. Wie heißt der denn jetzt hier bei dir? Ändert sich den Namen. Ach komm, gib du einfach einen Namen. Mir fällt nichts ein. Ja, das Weibchen, Männlein, egal. Ich gebe dir vernünftigen Namen, ja? Günther und Günther. Nee, langweilig doch nicht. So. Okay. So. Ich beim Mikroraptor. Oh, der ist ausgewachsen. Klausine. Ich möchte unbedingt ein Dings haben. Ey, warte mal, können wir einen Kanusattel craften? Werkbank. Hm, okay. 8 Level, wo habe ich das denn jetzt herbekommen? Das ist ja unangenehm. Ja, die ganzen Notes und sowas und die ganzen Viecher, die wir gerade platt gemacht haben, die bringen halt ordentlich. Aber wir müssen mal Folgendes machen. Wir müssen uns mal langsam auf den Weg wieder nach Hause machen. Jo, geh mal zurück. Ich würde auch nicht sagen, dass wir durch den Zoom gehen direkt, sondern hier am Rand lang, hier die Richtung, wo ich gerade gucke, bis wir dann wieder rüberkommen können. Okay. Wen willst du anpfeifen von den beiden? Nimm mir doch jeder einen mit. Nimm mir den ersten hier mit. Gleichzeitig gepfeffen. Du bist ja echt gepfeifen. Haben wir zwei Kornos. Sehr schön. Oh, die machen gar keinen Krach. Wenn die wild sind. Die machen aber eine gute Wegfindung, finde ich. Das haben sie dolle verbessert, auf jeden Fall. Na toll, jetzt haben wir nicht einen Metallstein mitgekriegt. Aber ist das hier? Nee. War da oben nicht auf dem Berg irgendwas immer? Ja, auf dem Redwood-Berg oben, ja. Was sind sie? Oh, ich wurde angegriffen. Troodons. Ganz viele Troodons. Boah, ich häng fest in Kombis. Oh, die haben mich echt anvisiert schon vom Weiten. Ich habe die Musik schon gehört. Es wird gerade dunkel.
205 Schaden macht. Hier ist ein Babykomplex. Oh, wo? Irgendwo. Irgendwo war der hier. Ich hab ihn gerade gesehen. Oh mein Gott, ist das laut! Irgendwo war ja gerade ein Babykombi, aber es ist ein Babykombi. Die sind so klein. Gut, kein Plan, wo der hin ist. Ich hoffe, wenn du dich kurzzeitig bewegst, müsstest du eine Bewegung sehen. Ich hab doch einen Scan gemacht, aber irgendwie wird nichts angezeigt. Da wurde er gefressen. Naja, es kann sein, dass er jetzt mittendrin einfach vom Dings mitgefressen wurde. Von Klaus. Ja. Oder Klausine. Hallo Foxy. Na, auf dem Berg oben ist auf jeden Fall Metall. Ah, hier ist schon wieder so ein Riesenkäfer-Gedöns. Ach nee, Achtung. Ah, Karno. Wo bist du? Der befindet sich zum Glück noch. Ach so, der Karno hat dich gestört. Ich wollte gerade sagen, ein Karno greift an. Nee, muss Klaus nochmal angreifen. Ich hab den hier beweglich dahin. Der funktioniert jetzt übrigens auch besser als vorher. Der Befehl. Ja. Das ist schon mal gut. Musst du nicht immer erst 50 mal pfeifen, bevor die dann mal loslaufen. Wir gucken, dass wir rüberkommen, wieder auf die Insel. Ich habe dich so verloren, weil ich bin hier gerade am Kämpfen. Einfach am Rand. Am Rand langlaufen. Rand vom Redwood. So. Wer ist ein Pechvogel? Das ist meiner. Okay, dann folge ich dir. Ich sehe vom Pechvogel als Ziel. Die Karnos, die müssen unbedingt ein Update bekommen. Mann, ey, Karno. Warte mal kurz, ich muss mal ein schönes Foto mit dem machen, zusammen mit dem Fotomode. Du lässt ihn einfach immer kämpfen, kann das sein? Ja, ich greif schon mit an, aber er macht halt mehr Schaden. Ungewöhnliche Streamzeit von mir, stimmt. Ich mach das aber jetzt gerade nur, weil heute Abend kein Stream gibt. Deswegen mache ich jetzt bis abends. Ein Stückchen mehr am Rand lang. Schlängeln schon? Egal, komm schnell weg hier. Wie schlängeln schon? Wir eigentlich nur hier rüberlaufen, jetzt sind wir wieder auf der anderen Insel. Sag mal, blutet der sich tot oder ist der rot? Der ist rot und ich habe Leben gelöffelt bei ihm. Einfach rüber, wenn. Bei dir das Wasser und so viel auch so schwarz eigentlich. Ja, jetzt im Moment. Ich habe ja. Ist ja dunkel auch noch. Also ist alles dunkel, schwarz und das Licht. Lieblich Jomas. Die Mama angreift, wenn du die Kinder angreifst. Wie geil, ne? Oh, Leute, die Schnecken sind wieder durch die Schleim gesprungen. Wenn du ein Kombi sehen solltest, sag Bescheid. Ich habe jetzt ein bisschen Prime. Ja. Hier, guck mal auf die Schnecke hinter dir. Die sieht wirklich so steif hier eingequetscht in Kanos und Kanoschwänzen und alles. Schweinerei. Walki, dankeschön. Mein Kanu verloren? Ja. Ja, der ist. Ich habe den rumgepfiffen, dass er wieder weggeht von dir. Glaube ich, die Folgedistanz ein bisschen niedriger stellen. Ja, der läuft ziemlich nah, ne? Ja.
Wenn du dabei bist, mach mal ganz kurz bei mir auch. Mal gucken, Zielangreifen, Folgeabstand, mit. Die Babys werden nicht getötet, die fallen einfach um. Die Babykompi sind groß wie Nadeln, das stimmt, ja. Bei dir auch umgestellt. Dankeschön. Also wenn ich jetzt noch den Nebel anstelle, dann sieht das alles hier noch etwas schön aus. Ihr ehrlich? Ja, irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob mein... Ich höre den Zwerg. Ja, hören tut man, aber... Hallo, Baum, die spawnen doch mal, danke. Hier, 84. Warte, passiv? Hast du gepfiffen, ja? Ja. Ich bola den Ritter. Amphi. Ja, der müsste aber auch ein bisschen was haben. Ja, der hat ganz viel sogar. Hast du? Ja. Okay, dann schmeiß rein. Müssen wir schnell machen. Und wem 19. Haben wir? 19 Stück hat, ja. Schwarze Bären? Oh ja, oh, 1000 schwarze ist fertig. Bären. Ich tue schwarze Bären wieder weg. Ist fertig. Ja, ich tue schwarze Bären wieder weg. Einmal gefressen. 125. Jetzt sogar auf meine Schulter. Hörst du auf da? Jetzt. Hä? Wieso kann ich nicht aufheben? Hä? Hä? Nochmal abgeworfen. Jetzt geht's. Hä? Was war das denn? Ja, keine Ahnung, vielleicht vor der Party oder so. Endlich habe ich ein Kombi wieder auf der Schulter. Haha, sehr schön, dankeschön. Und ich habe den Mikroraptor. Kommen wir hier hoch? Hast du die Karte sie abgepfiffen? Nee. Achso, du bist gerade runtergesprungen. Oben sind wir wieder. Ja. Weil wir hier hoch lang können, glaube ich. Vielleicht besser als wie durch einen Sumpf hier zu batscheln. Ja. Klausine, ja. Guck mal kurz. Genau. Die haben übrigens im Trailer nur die Tiere gezeigt, die sie schon alle getLC't haben. Wölfe, wie heißt der nochmal? Oder Sako Sukus oder Sako, wie heißt der noch? Einfach Sako, das reicht. Die ganzen Tiere, nur die Tiere, die sie wirklich auch getLC't haben, also TLC heißt einfach nur die nochmal grafisch nochmal aufgemotzt. Und die Tiere, die nicht, die haben sie eben nicht gezeigt. Also, ich glaube, da waren keine Prontos mit im oder weiter weg, wenn dann. Wenn, dann waren da Tiere, die weiter weg waren. Ja, in der Aufnahme war wirklich nur die Tiere, die ein TSC eh schon hatten. Oh, oh, Achtung, wir werden angegriffen. Terrazino. 96 war er noch. Der Karte darf nicht an. Nein, Mann! Kannst du pfeifen, dass er angreift? Oh, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Oh mein Gott. Oh Gott. Mein Gott. Oh. Der hat aber richtig aufs Maul bekommen. Oh ja, 100 Leben. Hört er den mal kurz ein bisschen hoch. Aber wenn die sterben, wäre jetzt schade bei diesen... Echt solide. Also die Paracer habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie doppelt so groß geworden ist. Kann das sein? Die wirkt viel größer auf jeden Fall, ja. Geh mal auf Seite, ich mach Fotos, du dick Arsch. Du hast 600 Leben, wie sieht's bei dir aus? Du bist bei 1000 Leben, nee, das ist okay. Gut. Ich hab dich jetzt gerade anvisiert und jetzt hat das Fotomode dich verfolgt. Jetzt nur hinter dir her. Ups. Was wolltest du machen? Ja, das wollte ich. Warum ist das jetzt gerade stirbt? Hast du... Nein, guck mal, die Schaden die machen. Die machen fast 500 Schaden. Wo ist der andere Kollege? Der Auto oben, den interessiert sich überhaupt nicht dafür. Der läuft da hinten rum. Alles gut.
Terrors sind übel, ja. Terrors machen die viel Schaden. Das wollte ich nur mal testen, wie viel Damage die jetzt machen. Dann let's go. Oder? Kurz auslernen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich kann vorlaufen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Das ist so ein Zwischeninsel-Ding einfach nur. Hast du... wieder angespuckt, ey. Ja, der Paraseer Bronto. Also ich finde, dass der Bronto, der muss echt abgedatet werden, aufgemotzt werden. Das Bronto ist so ein, boah, was für ein Riesentier. Aber irgendwie sieht das so ein bisschen lala aus. So eine, wie der Paraseer, einfach so aus wie so ein riesengroßer Texturbrei auf so ein Tier gelegt. Finde ich nicht so schön. Da geht's. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Okay. Man muss mal überlegen, wo man überhaupt immer hier ist. Ja, es kommt auch wieder mit der Zeit. Oder uns? Nee, Schlange. Also bei manchen, die haben ja bei vielen Tieren auch die Geräusche geändert, ne? Ja. Bei manchen Tieren kann ich jetzt gar nicht mehr so wirklich raushören, was das überhaupt ist, weil die jetzt irgendwie so komisch klingen manchmal. Ja, das Problem ist aber auch, die sind noch nicht ausgeglichen, die Sounds. Die schreien ja manchmal hast mega du, laut. Hast du schon mal... Drüber? Hast du schon mal die Morpho dann an dir vorbeifliegen sehen, ja, und dann, dass der geschrien hat? Ey, da denkst du, da fliegt hier keine Ahnung was auf dich zu, aber wenn die Morpho dann... Hier, wie hieß er nochmal? Da hat's ja Gopterix. Kommt auf dich zugeflogen, aber kennt die Moho dann. Oder? Bin auch fast wieder zu Hause. Ich weiß nicht, das erste Mal, als ich gespawnt bin, Zoppo, als ich gespawnt bin auf, bei Ark, genau dort bin ich gespawnt, wo wirklich der Trailer-Spawn von der Figur ist. Genau dort. Und dann stand genau wie im Trailer, der erste Trailer von Ark Survival Wolf, stand neben mir der Bronto und der stapfte. Und dann bin ich dann unter den durchgelaufen. Das war ein Gefühl. Das war echt ein Gefühl. Ich habe auch nur gedacht, wow. Aber es ist immer so, ne? Die Jahre vergehen und die Leute wollen mehr Grafik, die wollen mehr. Und ich fand, bis heute fand ich immer noch Ark Survival Wolf ein hübsches Spiel. So ist der Vergleich mit dem jetzt, was wir haben. Ja, natürlich, aber per se hätte es kein Grafik-Update gebraucht. War jetzt nicht das Nötigste auf jeden Fall. Ist er runtergesprungen? Ja. Dein Tier ist mitgekommen? Weiß nicht. Sucht das einen Weg nach mir, oder? Ja, der sucht nämlich einen Weg nach dir. Der ist nämlich gerade weggelaufen. Der ist an mir vorbeigeprescht. Kann ich hier an der Seite runter, oder? Versuche auch mal. Was ist denn? Ah, hier. Okay. War noch neben mir gewesen. Okay. Das hier Metallsteine? Also, es gibt jetzt. Ja, guck mal, die haben doch eine Metall. Oh, cool. Jetzt weiß ich, was der Jens Uwe meinte. Oh, cool. Wo sehen die aus? Vor allem, das ist gar nicht mal weit weg von uns, ne? Muss mal auf die Karte gucken, das ist gar nicht so weit weg. Die Stelle hier. Mega schick, ey. Na, siehst du, guck mal, die kann ich den Karno gleich mal hier noch ein bisschen was reinpacken.
erstmal ein bisschen viel. Was ist denn da drin verarbeitet? Die Metallsteine sehen echt mega aus. Und ich habe, Achtung, ganz wichtig, Leute, ich habe die Grafik noch nicht auf hoch gestellt. Bei mir ist sie ja noch auf Medium bis hoch. Ich könnte ja noch auf Epic stellen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Aber will ich jetzt nicht machen, weil ich habe jetzt nachher dann wieder Probleme vielleicht mit der... Oh, bin ich voll. Hoffentlich kann der Klaus tragen. Ja, muss gucken. Ein bisschen Gewicht haben die schon, aber nicht ganz so viel. Mein Para ist halt wieder fast betäubt gewesen, ey. Oh, sicher, da ist noch einer. Sag mal, schmeißt der Funken nur, weil das ein Eisenstein ist? Oder hat das immer so gemacht? Ne, ich glaube, weil es ein Eisenstein ist. Das sieht echt schick aus. Warte mal, auf normalen Stein macht der das auch? Nee. Cool. So, ich glaube, das reicht erstmal, was wir mitgenommen haben, ne? Ich kann schon wieder nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ein bisschen aufteilen. Die Steine kannst du ja wegschmeißen. Ja. Hier ist noch ein Stein, den nehme ich noch mit. Was kann ich sonst noch wegschmeißen? Den Quatsch wegschmeißen. Müsste eigentlich gehen. Ich habe jetzt zwar noch 79. Na, ein bisschen mehr in Klausine ist auch noch was drin. Du weißt ja auch gar nicht, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Keine Ahnung. Genug. Genug fürs Erste. Jo. Warte mal, wo ist das? Achso, ich mache mal was gerade so. Also, das Taste ist das hier. Karte öffnen. Ranzoomen. Und dann mache ich mir mal einen Marker. Waypoint, Ping, Spieler. Das ist wirklich nicht weit weg. Nicht weit weg von unserer Base. Eisen, na. Eisen, Popeisen. Den machen wir dann von mir aus auch noch anders. Color. So. So, Eisen, Popeisen. Komm mal mit, Kollege. Klaus, komm mit. Klaus! Wir müssen gehen, komm! Hier oben sind noch zwei. Ich guck mal, ob ich sie noch tragen kann. Ja, warte, geh mal ganz kurz hier vorne hin. Ich will mal ganz kurz mit dir einen Screenshot machen. Und schick. Warte, wofür du bearbeitest. Warte. Kannst du dich mal hier vorne hinstellen, wo das runtergeht, wo der Stein ein bisschen spitzer wird? Noch weiter? Nee, andersrum. Warte. Mehr nach rechts. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. Nee, weiter zurück. Hau mal drauf. Nee, du musst weiter zurück, einen Schritt zurück, sonst haust du so mit der Hand da drin. Jetzt mach mal. Schon cool, ne? Oh, kannst du mich noch tragen, Para? Boah, locker. Das gibt's gar nicht. Der Para kann 1400 Kilo tragen. Ich hab den fast nur auf Gewicht gescannt. Wie viel? 1400? Ja, der ist nur zum Tragen da. Ich hab den Raptor auch noch mehr mit. Ich hab den Raptor auch die ganze Zeit geskillt. Und der hat 200. Ja, gut, der hat aber auch schon 400, wo ich den angefangen habe, ne? Hier ist noch mehr. Ja, gut, wir haben aber erstmal nur. Ich hab jetzt. Super geil sieht das aus. 500 fast im Fahrrad drin. Ne? Aber guck mal, wie nah das eigentlich dran ist, ne? Du brauchst ja jetzt bloß noch hier vorne runterlaufen. Einfach nur am Rand, an der Küste weiter lang. Ja, es gibt neue Frisuren. Das sind, sagen wir mal, die alten Frisuren, die haben sie aufgemotzt mit der Grafik. Guckt euch mal meinen wunderschönen neuen. Boah, sieht echt toll aus. Also guckt euch mal meine Frisur an. Für die Götter. Und die könnt ihr dann jetzt in der Länge nochmal verändern. Ein Raptor hinter dir her, kann das sein? Ja. Das ist mein Kano, das ist noch. Direkt mal angesprungen.
Ihr könnt jetzt zum Beispiel meinen, wenn ihr einen Irokesenschnitt habt oder eine Punkerfrisur oder weiß der Geier was, könnt ihr doch die Länge verschieden machen. Kurz, mittel und lang. Das sind die Standardfrisuren. Und ich bin schon mal froh, dass ich meinen. Ich finde das gut gemacht, dass die auch die Aggro nicht auf die Piranhas kriegen und dann verwirrt im Kreis schwimmen die ganze Zeit, weil sie sie nicht treffen. War ja früher immer, wenn du ein Tier hinter dir gezogen hast, dann haben die auch Aggro gekriegt, wenn dich ein Piranha gebissen hat auf den Piranha. Jetzt ignorieren die das. Also die Wegfindung der Tiere, die hinter euch herlaufen, nicht gut, ultra gut. Der wirklich ganz kurz bleibt er stehen, als ob der sich überlegt, was er jetzt machen soll. Aber da wird ganz kurz berechnet der Weg. Guck mal, der berechnet den Weg, das ist so gut. Der guckt kurz und überlegt, ob er da langlaufen kann und dann geht er sich einen Weg suchen. Das fand ich gerade eben ganz gut, wo du in den Berg runtergesprungen bist. Dann hat er kurz runtergeguckt, wo du bist und dann hat er sich umgedreht und ist an mir vorbeigerannt. Und dann hat er den Weg gesucht. Der ist einfach an mir vorbei, so zück in die andere Richtung. Und hat den Weg gesucht, wie er da runterkommt. Cool. Mit U. Mag ich. Oh, gleich wieder an der Base. Wir müssen, glaube ich, auch mal aufsehen. Bitte? Was wolltest du sagen? Wollte gerade nur sagen, es war doch erfolgreich mit Metall holen. Und wir haben zwei Kanos. Jo. Ungewollt, aber wir haben sie. Glaubst du, klar? Gut, sie machen ganz schön viel Schaden. Hier ist eine Note. Die habe ich, glaube ich, schon. Möchtest. Ich haben möchtest. Okay. Das ist ein Rockwell, ne? Deodon. Okay. Ach, ich wollte gerade sagen, hey, warum ist denn dein Klaus so weit hinten? Aber der ist, ich hab's gerade gesehen, der ist ganz schön voll geladen. Gar nicht wahr. Ich trage viel mehr als er. Die Arme hat alles drin. Die grünen Haare kriege ich noch. Den mache ich jetzt noch. Wir haben ja jetzt erstmal uns mehr oder weniger so mal ein bisschen mit einer Smithy, also Werkbank und einer Forge beschäftigt. Ich hätte zwar die Haarfarbe schon vorher machen können, aber ich lasse das noch auf mich warten. Oder ich lasse euch noch ein bisschen warten. Ist das der mir folgt, ne? Jo. Einer steht doch mir. Mal gucken, ob der Klaus einen Weg findet. Pass auf. Mal gucken, ob der sich einen Weg findet. Pass auf, guck mal. Okay, der steht jetzt neben mir. Pass auf. Leute, wir machen das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier rein. Mal gucken, ob er den Weg findet. Weil er muss mir noch folgen. Mal gucken, was er macht. Let's fail. Hallöchen. Macht er was? Oder ich bin nicht noch zu nah dran. Wo ist er hin? Er sucht auf jeden Fall rum. Ich stelle ihn mal hier hin. Das ist natürlich schwer, weil das ist ja von uns. Nee, das ist ein von uns gebauter Weg. Das macht er nicht. Das will er nicht. Der versucht mir hinterher zu laufen. Komm her, Klaus. Alles gut. Ich wollte dich nicht overstropezieren. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist Klaus hin? Klausin oder Klaus war's? Klaus war's. Wo ist denn jetzt hin? Der sucht noch einen Weg, glaube ich. Ne? Ja, ja. Oh, der folgt, glaube ich, meinem Tier, oder? Ja, der folgt dem Raptor. Ups. Der sucht vergebens einen Weg. Aber er gibt nicht auf, Leute. Morgen früh sucht er immer noch. Mal gucken, wo ist er hin. Er sucht den Weg. Ich muss mal ganz kurz mit dem Raptor. Wo ist denn der Herr hin? Hast du ihn gefunden? Was? Den Klaus, der läuft hier rum. Wo denn? Der läuft immer gegen die Wand. Ich sehe ihn gar nicht. Da, der kommt direkt. Ah, jetzt kommt er zu mir. Du bist die ganze Zeit da in die Ecke reingerannt. Ja, der wollte zu mir. Also zum Klaus, nicht zu mir. Komm, Klaus. Ich weiß, dass es schwer ist. Das Leben ist schwer. Immer diese Steine, die müssen so unbedingt mal patchen. Das gibt so ganzen Grafik. Seit dem neuen Grafik-Update oder Performance-Updates gibt es fliegende Steine. Ganz viele. Überall. Naja, gut. Was will man tun?
Der Arm ist overschwert. Overschwert. Der arme Trike muss echt mal wieder runtergebracht werden. Ja, nicht hier steht doch. So, ihr lieben Leute da draußen, das war's heute für den Stream. Wir haben jetzt gerade 4 Stunden gestreamt. Das ist okay. Normalerweise streame ich immer abends um 21.30 Uhr, aber heute kann ich nicht. Um 21.30 Uhr, deswegen habe ich jetzt mal für euch jetzt gestreamt. Ich denke mal, das war super, ne? War erfolgreich.